jetzt vor allem eben als Preisvergeber. Sie öffnen bitte das Kuvert und verraten uns, wer der Spieler der Skygo ersten Liga geworden ist. Ja, der Spieler der Skygo ersten Liga der abgelaufenen Saison 2015-16 ist Thomas Bichelmann. Sie halten ihn schon in der Hand, den Bruno 2016. Spielen bei Wacker Innsbruck. Ich schau mal schnell drauf. 32 Spiele in der letzten Saison, 20 Tore haben Sie gemacht. Ist das richtig? Stimmt, ja. Habe ich mir nicht erzählt. Gut, sehr gut. Jedenfalls in der letzten Saison Wacker Innsbruck dann auf Platz 3 in der Tabelle gelandet. Ist vielleicht jetzt eine knifflige Frage, aber würden Sie all Ihre Tore und eben diese Erfolge umtauschen, wenn Sie den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hätten? Gute Frage. Ja, natürlich, im Endeffekt wollte man letztes Jahr auch aufsteigen, es hat nicht funktioniert. Wir haben es heuer auch als Ziel, es schaut wieder nicht gut aus. Also. Die Saison ist noch jung. Ja, also. Sagen ja alle Fußballer, ach, es ist erst der Anfang der Saison, oder? Ja, also wir hoffen, dass wir so einen ähnlichen Lauf kriegen wie St. Pölten letztes Jahr. Also das ist eigentlich fast schon unsere letzte Chance und jetzt... Wird man aber zumindest die Länderspielpause jetzt besonders nutzen, um da richtig Gas zu geben beim Training? Ja, es bleibt uns nichts anderes über. Also im Moment ist schwierig, drüber zu reden über die Saison, aber ja, für letztes Jahr habe ich die Auszeichnung gekriegt, das freue mich natürlich, aber heuer sind wir noch von weitem weg. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute. Das ist Ihr Bruno, den haben Sie sich verdient. Lassen Sie sich feiern. Thomas Bichelmann, Dankeschön. Bitte zur Fotowand.